So, willkommen zu einem Video. Der Typ ist definitiv über mir in der Elo. Das hat man gerade auch, glaube ich, so leicht bis mittel gemerkt. Warum treffe ich hier... Also real, hat der irgendwie ein Diss-Aim oder so? Also ganz kurz, ich wollte mich gerade schon beschweren. Auf jeden Fall, der Typ ist von der Elo her definitiv über mir. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Nur ich weiß, dass es hier ein langer Hase werden könnte. Schade. By the way, Paul hat mir gerade geschrieben, dass er heute zocken kann. Heißt, wenn ihr das Video seht... Ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt 4 Uhr oder sowas. Ich bin gerade vom Sport zurück. Wird wahrscheinlich entweder dann, ich glaube nicht dann schon, aber eine Stunde später oder sowas sollte ich dann streamen. Falls Paul doch nicht kam, dann streame ich vielleicht irgendwas mit hin. Machen wir jetzt mal was wirklich nicht für mich spricht. Nehmen nämlich die besten Waffen im ganzen fucking Game. Damit kann ich nämlich rumlaufen wie so ein Affe. Ich glaube, ich muss gleich einfach wirklich mit der Techline durchrushen. Warte mal ganz kurz. Was denn im Land kommt in der Hurensohn? Mehrere Wegbands hat der Typ schon gehabt. Wow, Props. Also, da der schon multiple Wegbands hat, und ich meine, dass es irgendeine Sicherheitslücke bei PB Pro gibt, dass man auch mit Wegbänder spielen kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Typ am Cheaten ist. Weil ein Wegband ist nicht diskutabel laut Valve und bla und blub, hat man das nicht gesehen, und der Typ. Cheater. Also hier steht halt wirklich ungelogen mehrere Wag-Ausschlüsse. Oh, das wird... interessant. Nennen wir es interessant. Ich will den Typen jetzt einfach nur weitestgehend triggern, bis der Typ komplett weg ist. Also mit 30, 40 Spielstunden hat man sich krass gefühlt, wenn man nur dies spielen konnte. Mhm. Schön, dass er mich pre-aimt. Schön, dass er diesmal auf der Seite steht. Check das neue Avicii-Album ab. Das ist echt geil. Also real, ich höre das gerade Endlosschleife. Sag mir, was du willst. Cheater. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, schreibt es auch bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch bitte ein Like da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt.